Hallo, meine Beauties. Ja, ich komme gerade aus der Dusche, wie man sieht. Und ich dachte mir, ich nehme euch mit. Ups, zweiter Blush ab. Wenn ich mich schminke, weil ich habe eine Palette hier, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Oh, meine Softbox blendet, ich sehe absolut gar nichts. Und. Ja, ich habe auch noch eine BB-Cream, die ich noch nicht ausprobiert habe. Und ja, am besten zeige ich euch mal die Palette. Die ist von Make-Up Revolution. Und zwar ist es die Essential Shimmer. Und die enthält nur, wie der Name schon sagt, nur schimmernde Farben. Also von hier bis hier ist alles schimmernd. Und ich finde die so schön. Ich habe die schon einmal, ein, zwei Mal schon verwendet und finde die einfach nur schön, weil die einfach so einen richtig tollen Schimmer auf den Augen hinterlässt. Also jetzt nicht so grob glitzerig oder so, sondern richtig schön. Und ja, da schminken wir einen schönen Look zusammen. Und dann habe ich hier noch von ja, den Maybelline, so eine BB-Cream, und zwar 8-in-1 BB-Cream, Beauty Balm perfektioniert und pflegt, Lichtschutzfaktor 30 in hell. Ich hoffe, das kann man irgendwie sehen. Diese hier. Und zwar gab es da mal eine Aktion bei DM und Müller. Da gab es diese BB-Cream mit einem Blush zusammen. Genau, der Blush war gratis mit dem Kauf dieser BB-Cream. Und da war so ein Blush dran, den es im Standardsortiment von Yale nicht gibt, sondern nur in Amerika. Und das war ein ganz besonderer Blush gewesen, der so eine Wölbung hatte. Es war so ein gebackener und dann konnte man da so reindippen und dann gab es so eine Kuhle. Also der war ganz weich und gibt auch gut Farbe ab. Und ja, ich wollte eigentlich, habe ich mir die nur geholt, weil ich den Blush wollte. Aber ja, jetzt liegt die schon so lange hier rum. Jetzt möchte ich die endlich mal testen, wie die ist. Ich hoffe, die ist gut. Weil bisher, wie gesagt, ist die noch zu. Jetzt probieren wir das hier mal. Das ist das Premiere quasi. Wenn ich den Verschluss mal aufkriegen täte, würde. Ja, jetzt. So, jetzt ist es ja offen. Meine Fingernägel ruiniert. Na gut. Jetzt probieren wir das mal. Gott, ich kann echt nichts sehen. Es blendet wie Sauer. Diese Softbox ist echt ein Mist, ey. Irgendwie mal was anderes. So. Dann nehme ich mir hier so einen Striez auf den Handrücken. Meinem Make-up-Ei. Und dann versuchen wir das mal, wie das hier so geht. Mhm. Ja. Also. Doch. Mhm. Ja, so stark deckend ist sie nicht. Ja, gut, ist ja eine BB-Cream. Auch nicht. Aber ich denke mal, die kann man bestimmt auch schichten. Da gab es auch noch, also ich glaube, da gibt es mehrere Sorten von für ölige Haut, und die ist dann grün mit einer grünen Schrift. Aber ich habe diese hier, gewählt. Ja. Gucken wir mal, wie die deckt. Okay, gut, so eine BB-Cream ist ja eh nie so stark deckend. Aber ja. Gott, ich sehe überhaupt nichts im Display. Boah, diese blöde Softbox. Das ist echt schlimm mit dieser Softbox. Ich brauche unbedingt eine andere. Das sind halt auch Schweine teuer.
So. So. Okay. Das ist das Ergebnis der BB-Cream. Ist ganz okay eigentlich. Ist jetzt nicht schlecht, aber. Vielleicht nehme ich mir noch einen Tick. Ja. Also von der Konsistenz her ist es nicht schlecht. Also die ist nicht so flüssig wie die von Garnier. Die ist ein bisschen fester in der Konsistenz. Aber ja, macht doch ein gutes Ergebnis. Finde ich. Sieht halt sehr natürlich aus. Aber den Pickel da kannst du nicht abdecken. Naja, egal, da gehe ich dann gleich mit meinem Pickel Cover Stick von Essence entgegen und tue das mal hier abdecken. Genau, das ist weg. Dann nehme ich meinen Concealer von Pitt Spider Feel Natural Concealer. Da ist immer noch gut was drinnen. Sehr ergiebig. Alle Fälle. So, jetzt hellen wir mal die Stellen hier auf. Sieht zwar aus wie Clown, aber ja, da kann man ein bisschen die Stellen etwas aufhellen. Und ja, sieht das alles etwas gesünder aus. Frischer. So. Ja, genau. Jetzt sind die Augenringe abgedeckt. Aber ich muss sagen, das macht doch ein schönes Hautbild. Also ich bin doch sehr, sehr angetan davon, muss ich schon jetzt schon sagen. Boah. Von der Softbox. So, dann meine Isle of Stage Eye Base. Hauptsache, ihr könnt was sehen. Ich muss ja jetzt nichts sehen. So. Dann verteile ich mir das mal. Hier. Ich bin so ein Fan von dieser Eyeshadow Base. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, ich bin so ein Fan. Ich habe mir die neue Eye Base von Catrice geholt. Und wenn die Eye Base von Essence leer ist, würde ich die von Catrice mal testen. Da bin ich auch sehr gespannt. Ja, wie die ist, wie die sich verhält. Ob die genauso gut ist wie die da. Weil die von Catrice kostet doch ein paar Euro mehr. Und die ist doch günstiger vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Deswegen, ja, denke ich mal, dass das, ja, vielleicht eine gute Alternative ist. Mal schauen wir mal. Und ja. So, jetzt. Jetzt werde ich erstmal meine Haut mattieren mit dem Stay All Day Long Lasting Powder von Essence. Da habe ich schon einen kleinen Hit the Pen. Ja. Das landet dann irgendwann in meinem nächsten Aufgebraucht-Video, dass ich den Monat auf jeden Fall noch abdrehen werde. Ja, ich weiß noch nicht wann, aber den Monat wird es auf jeden Fall wieder passieren, dass ich ein aufgekochtes Video drehe. Ja,
Ich gucke sowas, habe ich auch gerne bei anderen, aber mir macht es auch immer gerne Spaß. Aufgebraucht Video zu drehen, weil ich dann immer so eine kleine Review abgeben kann über die Produkte, die ich verwendet habe und leer gemacht habe. So. Ja, jetzt glänzen wir nicht mehr so doll wie eine Speckschwarte. Ja. Doch, ich finde, die macht ein sehr, sehr natürliches und sehr frisches Ergebnis, muss ich schon sagen. Ja, also im ersten Auftrag bin ich zufrieden. Mal sehen, was der Langzeittest bringt. Da bin ich auch mal gespannt. So, jetzt nehme ich, was ich absolut gerade liebe, als, ja, so als Grundlage, von Catrice diese Satin Stay Cream to Powder Eyeshadow und Liner in der Farbe 020 Beja Vu. Das ist dieses gute Stück hier aus dem neuen Sortiment von Catrice mit diesem Applikator und ich liebe es. Also es gibt keinen Tag, wo ich seither nicht verwende. Entweder nehme ich Welcome to St. Rose oder ich nehme das. Also, wie gesagt, die zwei Farben habe ich, aber ich gucke nach den anderen auch noch. Also, die sind so toll. Und gerade passt das so total gut zu dieser Palette. Ach Gott. So toll, und das tue ich immer einarbeiten mit diesem Lidschattenpinsel von Essence. Tue ich das immer gerne. Nein. Jetzt hängt es mir da oben. Naja, gut. Egal. Ja, das trocknet immer ziemlich schnell, da muss man schnell sein und verarbeiten. Und es glitzert und funkelt. Jetzt habe ich mir natürlich hier oben zu viel gemacht. Gut, wenn es ein bisschen hinausgeht, ist es egal. Ist ja nur Geglitzer. Genau. Und so. Ja, ich finde es so schön, ne? So ein schönes Glitzer-Dingsbums. Und mit dem Pinsel lässt sich es einfach gut auftragen. So. Boah. Den fetten Pickel da oben. Eieiei. Fickt man den Pickel auf dem, na, der Augenbraue. Naja. Okay, dann nehme ich meine Palette hier zur Hand. Und einen von Zoeva, diesen Look Soft Definer, der in der Cosmopolitan war. In welche Farbe gehe ich denn jetzt? In dieses bräunliche Braun. Bräunliche Braun. Ja, in diesen Braunton. Und damit betone ich meine Lidfalte. Und man sieht schon, dass der sehr am Schimmern ist. Aber ich finde es total schön. Schimmer, Schimmer, Glitzer. Ich liebe es. So. Gehen wir hier mal so rein. Ja. Wie gesagt, ich sehe nichts.
Also wenn ich keinen Spiegel hätte, dann würde ich gar nichts sehen. Warte mal. Ein bisschen ranzoomen kann ich euch ja. So. So. Dann haben wir das gemacht. So. Genau. Jetzt machen wir den sauber. Dann gehe ich mit dem gleichen Pinsel rein in die erste Farbe. Und dann highlighte ich damit mal den braunen Bogen ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. So. So, jetzt gehe ich. Mit einem anderen Pinsel aber. In dieses dunkle Braun. Hammer Pigment hier. Gib mir das hier hin. Hier drauf. Ja, das schimmert sehr. Wie eine Disco-Kugel. Ja, sehr schimmernd. Okay. Aber derzeit stehe ich einfach total auf Schimmer. So, das ist der erste Streich gewesen. Jetzt betonen wir noch den unteren Wimpernkranz mit einem Pinsel, mit diesem hier von aus dem Zoeva Pinselset, dieser Brow Line. Und dann gehen wir, dum, 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 in die letzte Farbe hier. Und betonen den unteren Wimpernkranz. So. Und so sieht es aus. Jetzt nehme ich mir doch noch mal so einen Blendepinsel von Evelyn. Blende das vielleicht doch ein bisschen noch aus. So. Genau. Okay, jetzt war es das erste Mal mit der Palette. Dann meine Wasserlinie betone ich, das habe ich natürlich auch neu. Und zwar auch aus dem neuen Catrice Sortiment der Made to Stay Cool Kajal in Black. Come Black and Stay heißt der. Das ist dieser hier. Und, wo ist die Schrift hier? Ich sehe es nicht. Ja. Ich hoffe, das kann man erkennen. Dann ist das hier so zum Rausdrehen. Und da tone ich mir die Wasserlinie. Also der hält schon ein paar Stunden, muss ich sagen. Aber keine 8 Stunden. Also ein paar Stunden ja, aber keine 8. Also da dafür nicht. Aber sonst finde ich den richtig gut. Ja, und der ist wie gesagt neben dem. Vorher gab es ja hier den hellen und das ist jetzt quasi der neue, also gibt es jetzt zwei, einmal einen nudefarbenen und einmal einen schwarzen und ich finde beides sehr, sehr gut. Genau.
Und die benutze ich halt ja, im Wechsel einmal. Dann tuschen wir uns die Wimpern. Dann nehme ich die Lash Princess von Essence. Aber bevor ich das mache, ziehe ich mir noch einen kleinen Eyeliner. Aber nur am äußeren Rand. Jetzt merke ich gerade, ich habe gar keinen. Ah doch. Da ist er. Ich habe jetzt bloß den anderen aus dem anderen Pinselset nicht da. Das macht nichts. Dann nehme ich. Mit denen nehme ich hier diesen Gel Eyeliner von Catrice und also irgendwie so, dann mache ich mir hier nur am äußeren Winkel einen Strich. Einen anderen Pinsel, der ist Schrott. Moment. Nehmen wir uns den aus dem BH Cosmetic Set, der ist besser. Das ist nix hier. Mache ich mir quasi hier nur einen hin. Ja. Genau. Dass das ein bisschen das Auge ein bisschen Tiefe kriegt. So, dann tuschen wir die Wimpern mit dieser Lash Princess False Lash Effect Mascara. Ja, dieses Bürstchen hier. Ich tupfe das immer am Tuch ab, dann geht's. Finde ich, also da hat die, dann geht die Mascara. Also mittlerweile finde ich die schon ein bisschen besser, weil die schon eine Weile auf ist. Und ich denke mir, das ist es auch, weil weil das mit, ich glaube, das ist mit jeder Mascara so, die man frisch aufmacht, dass das einfach am Anfang viel zu viel Produkt eben abgibt und dann dass sie dann eben so, ja, so zusammenkleben. Und ja, jetzt geht's eigentlich mit dieser Mascara. Ich habe ja bei der lieben Nadine vom Kanal Moldavik gesehen, dass ihre, die sie hatte, die sie hier so gebogen ist, ja, da hat sie wahrscheinlich ein Montagsprodukt erwischt, weil meine ist auch gerade. Und ist ja schon lustig, dass ihre so krumm war, aber ich denke mal, mit so einem krummen Mascara-Bürstchen lässt sich eigentlich auch gut arbeiten, vielleicht noch besser wie mit diesen geraden Bürstchen. Hier, jetzt merke ich gerade, ich habe gekleckert unter dem Auge, jetzt habe ich gar kein Wattestäbchen da. Oh,
Irgendwie. Jawohl, ich mach das nachher weg. Ja, okay. Also, ja. Macht doch ein ganz plausibles Ergebnis, wie ich finde. Jetzt machen wir uns noch ein bisschen Bronzer auf die Wangen. Und dann nehme ich wieder mal einen Bourjois Bronzer. Und den tupfe ich mir. Ziehe ich mir quasi so eine Kontur. Hier, hier, da und das war's. Genau. So, dann nehme ich von I Love Makeup diesen Triple Big Blush Blushing Hearts Green, Candy Green Hearts. Ich weiß es bloß nicht, welche die Farbe heißt. Das sieht auf jeden Fall so aus. So ein, ja, so ein Peach-Ton. Aber das kommt hier total lila in der Kamera raus. Das ist aber kein Lila, das ist wie so ein Pink. Das ist dann eher so pinkig. Naja, jedenfalls gehe ich mal in dieses Blush hier rein, in die zwei vorderen Farben. Ist dann so. Ich hoffe, ich tue mich nicht overblushen. Und gehe dann mal hier so rein und dann auf die Wangen. Oh ja, es gibt eine schöne Farbe. Ja. Habe ich wirklich schon länger nicht mehr verwendet. So, ich glaube, dann spare ich mir mal den Highlighter, weil ich schimmer schon wie das Gewitter. Ja, genau. Ja, ich schimmer so richtig, weil das sind auch ein paar Schimmerpartikel drin in diesem Tarte Blush. Wovon es ja auch noch mehrere Farben gibt und auch einen Bronzer und einen Highlighter. Und der ist wirklich. Der steht auch noch auf meiner Liste. Aber sonst bin ich sehr zufrieden. Gut. Dann auf die Lippen mache ich von Catrice aus der Luminous Reihe. Das ist eine neue Reihe. Die 060 Dresscode Nude. Der sieht so aus. Das ist so ein schöner Nude-Ton. Und den gehe ich hier jetzt auf die Lippen. Ja. So ein ganz zartes Nude, der sich richtig schön pflegend auf den Lippen anfühlt. Ja. Wie gesagt, ich bin jetzt sehr zufrieden mit meinem Amo, mit dieser schönen Schimmerpalette hier. Also wer auf Schimmer steht, der kann sich halt immer angucken. Die habe ich bei Cosmetic for Less bestellt und ich finde die echt wirklich schön. Und ja, die schimmert natürlich mit diesem Ding hier wie das Gewitter, aber ja, mein Gott, ich stehe derzeit auf Schimmer. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat und inspiriert hat. Nachmachen und dann wünsche ich euch noch einen